Es läuft doch eigentlich ziemlich angenehm, muss ich sagen, oder? Also, man kann sich nicht beschweren in diesem Let's Play. Und wer bist du denn? Wieso ist da. Wieso steht der hinter dem Boss? Ist er einfach so an ihm vorbeigelaufen? Und wer ist er denn? Bruce Willis. Okay, das ist Bruce Willis. Den muss ich der besprechen. Hey, was hat denn ein Kind wie du an einem so einem Ort zu suchen? Ein Kind? Ganz schön unhöflich, Opa. Oh, sorry. Mein Name ist Hammer. MC Hammer. Can't touch this. Die Army hat mich hierher geschickt. Ach so, klar, die Army. Hi, ich bin Soma. Da untersuche ich ein Schrein und plötzlich bin ich in diesem Schloss. Das kann doch nicht so einfach mit... Was? Das kann man doch nicht so einfach mit einem machen, oder? Also bin ich aus meiner Mission ausgestiegen. Wenn ich mich übrigens verlese, liegt das daran, dass mein Mikrofon mir direkt in der Fresse hängt, weswegen ich ab und zu einfach mal nur mein Mikrofon sehe und nicht den Text. Und deswegen muss ich versuchen, mir die Wörter so zusammenzustammeln. Das kann halt passieren, tut mir aber leid. Also, ich bin aus meiner Mission ausgestiegen. Was meinst du damit? Am Schrein hatten sich einige komische Leute versammelt. Geil, Satansanbeter. Ich dachte, das würden gute Kunden. Was? Das, ich dachte, das würden gute Kunden? Ich dachte, er ist ein Militär. Achso. Also habe ich einen Laden aufgemacht. An einem Schrein. Etwas respektlos. Ah, gute Idee. Im Schloss gibt's überall Waffen und am Eingang sind keine Monster. Ideal für einen Laden. Schau mal rein, bei mir kriegst du einen guten Deal. Man sieht sich. Ja, also ein lukrativer Einzelhandelskaufmann an der Pforte zu Draculas Schloss. Aber zumindest wissen wir wirklich, dass es jetzt einen Laden gibt. Einen Laden? Kapiere ich nicht. Ja, nee, das muss man auch nicht verstehen, finde ich aber witzig. Malphas, im Sprung noch einmal springen. Ah, jawohl, können wir jetzt hier so einen Doppelsprung machen? Ah, jawohl, wir haben die Fähigkeit, mit der man Doppelsprünge machen kann. Das sieht dann so aus und jetzt können wir endlich hier auch voran im Schloss. Ha! Geile Sache, freut mich richtig, weil das ist eine Fähigkeit, die ich wirklich gerne haben wollte. To be honest. Das macht die ganze Sache hier nämlich ein Ticken einfacher. Ja, hier brauche ich das nicht unbedingt. Ja, so, einmal dran vorbei. Ich überlege gerade, ging es da rechts überhaupt weiter? Ich guck nochmal. Ich bin sehr vergesslich. Ihr wisst es wahrscheinlich noch. Achso, hier ist ja diese komische Bosspforte gewesen. Warte, Moment. Ich bin traurig. Okay, so. Lassen wir den guten Kerl mal in Frieden. Der wird schon wissen, was er tut. Wie viel Geld haben wir eigentlich? Wir haben fast 2000. Reicht für einen Führerschein. Geile Sache, Soma. Jetzt kannst du auch Auto fahren in Castlevania. Welcher Zeitepoche spielt das eigentlich? Wenn wir hier jetzt mit dem Military zu tun haben, müsste das eigentlich Neuzeit sein. Ist das richtig? Kommt ungefähr hin, ja. Das war dumm geraten, aber ich denke mal. Oh, ein Dollar, das ist ja eine Menge. Na, na. Verzieh dich mit deiner blöden Axt. Er kommt sogar hier nach oben. Ja, jetzt kann ich nicht mehr ausweichen. Bringe ich ihn halt so, meine Güte, wenn er so dringend haben möchte. Oh, das Ektoplasma stirbt einfach direkt. Kann es sein, dass ich ein bisschen mehr Schaden mache, dadurch, dass ich jetzt ein Level-Up hatte? Natürlich mache ich das, aber nicht so enorm viel. Vielleicht habe ich ihn auch eben im Speer getroffen. Oder ich zerstöre ihn jetzt wirklich mit einem Schlag. Das wäre natürlich auch sehr charmant. Ja, ich habe es gesagt, es tut mir leid. Es ist aber in diesem Part nicht so oft vorgekommen. Ich glaube, wir machen wirklich mehr Schaden. Bin mir aber nicht sicher. Na, weiß ich nicht. Zumindest sollte ich mich trotzdem nicht so dumm anstellen. Ja, komm, stirb. Danke. Wo muss ich denn jetzt eigentlich lang? Gab es da unten noch irgendwas? Es gab hier irgendwo einen Speicherraum da unten, ne? Den will ich auf jeden Fall benutzen, jetzt nach dem Boss. Das ist, glaube ich, auch relativ verständlich. Das muss ich nicht erklären, warum. Ah, ne, hier gab es den Speicherraum gar nicht. Was gab es denn da rechts? Egal, wir schauen uns einfach mal um. Nix. Ach so, ja. Oh, aber es hat sich doch gelohnt. Wir haben jetzt Hexenschülerin, lässt eine tödliche Katze mit vollem Tempo auf Gegner los. Ja gut, die Fähigkeit haben wir ja eben gesehen. Die war aber nicht so geil, weswegen ich die, glaube ich, auch gar nicht ausrüsten werde. Was eine Fähigkeit, ey. Wir können mit Katzen schleudern. Wir sind die Katzenlady aus den Simpsons, falls das jemand von euch noch was sagt. Die guten alten Simpsons, nicht die neuen. Das waren Zeiten, als ich als kleiner Bengel immer die Simpsons geguckt habe. Schöne Erinnerungen waren das. Naja. Aber in Erinnerung schwelgen sollte jetzt nicht hier der Fall sein, weil ich spiele Castlevania, was ich vorher noch nie gespielt habe. Da sollte ich lieber mich darauf konzentrieren, das Spiel zu erleben. Und diesen komischen Minotaurus, nein, das ist kein Minotaurus, ich weiß nicht, wie viel es Nashorn, nennen wir es einfach Nashorn, in seine Schranken zu weisen. Guck mal, hier muss so ein Geheimnis sein. Das sieht so komisch aus, diese Wand, falls ihr das seht. So ein bisschen abschüssig und schon voll am Zerbröckeln. Naja. Da oben können wir nochmal hingehen, stimmt, da waren wir noch gar nicht. Ja, lass uns hier mal einfach von Steinman treffen. Oh Gott, Steinman ist ziemlich heftig. Steinman, verpiesel dich. Ich mag dich nicht. Und dich mag ich noch weniger. Dummes Gespenst, kann ich jetzt... Okay, ich kann leider nicht nach einem... Oder?
Schlag und Hüpf. Nee, das funktioniert nicht. Man kann nach einem Schlag keinen Doppelsprung mehr machen. Schade eigentlich. Wäre bestimmt sehr praktisch gewesen. Hier irgendwas? Ah, ja, das sah jetzt mir auch zu spanisch aus. Dass da einfach so ein Ding ist. Und wir finden eine Melone! Hey! Eine Wassermelone, die ja schon seit 3000 Jahren lebt. Genauso lange wie Dracula. Die schmeckt bestimmt hervorragend und köstlich. Genauso wie mein baldiger Tod, wenn ich hier so dumm weitermache. Naja, aber zumindest gespeichert. Aber dann habe ich meine Wassermelone nicht mehr. Wie tragisch. So, hier ist nichts. Das habe ich mir schon fast gedacht. Komm her. Komm, komm. Hey, Ektoplasma. Ja, fein. Fein, lass dich von mir töten. Oh, hi. Ich nehme mich einfach mal mit, weil ich überlegen möchte. Er macht mir echt keinen Schaden. Ich muss schon voll in ihn reinlaufen, damit er mir irgendwas macht. Ich will ihn gar nicht mehr umbringen. Er tut mir zu sehr leid. Ihn will ich umbringen. Die hasse ich, diese kleinen Zwoggels-Zwoggels. Nicht, oh nein, nicht die Milchfrau. Oh nein, Muttermilch. Der Joke wird irgendwann noch alt, aber ich find's immer noch witzig. So, wir können übrigens auch, guck mal hier. Hui, können so Mini-Sprünge machen, Mini-Doppelsprünge. Apropos Mini, Mr. Flohmann. Ist auch bestimmt eine sehr witzige Existenz. Oh nein, wir haben wieder den Fluch. Ja, unsere Ausdaueranzeige geht tatsächlich permanent runter. Oh nein, verschone mich bitte mit deinem ekelhaften Zeug, ey. Bitte. Boah, wie schlagen sie aber richtig heftig nach hinten. Und da mein Level ab. Welches Level sind wir denn schon? 9. Es geht relativ fix voran, würde ich behaupten. Hep, danke. Und ab geht's. So, wo müssen wir eigentlich hin, dass wir... Ups, falsche Taste. Jetzt sind wir hier wieder, okay. Den unteren Teil haben wir sogar komplett abgehakt. Nur hier waren wir noch nicht, weil wir hier nicht weiter konnten. Ist das richtig? Jetzt können wir es... Aber... Können wir nicht? Wieso können wir immer... Ah, ja. Ich glaube, da oben war die Kiste, oder? Jawohl, okay. Gut, Rätsel hat sich gelöst. Wir holen uns jetzt die nächste Waffe, die sich hier befindet. Und zwar nehmen wir diese charmante Kiste einmal mit nach unten und schieben die hier gerade mal wie ein wahrer Mann, indem wir dagegen laufen. Nein, wir drücken sie nicht nach vorne. Wir laufen einfach mit unserem männlichen Brustkorb dagegen. Schieben wir sie hin, hüpfen hier einmal und zack, sind wir hier oben. Sehr, sehr geil. Und wir haben ein Breitschwert. Das gefällt mir doch schon viel besser, wenn es mehr Schaden macht. Viel mehr Schaden einfach. Und es hat auch noch einen viel größeren Radius. Seht ihr das? Es schlägt so nach oben. Das heißt, wir haben auch Diagonalschaden jetzt. Und es sieht auch einfach cool aus. Jawohl. Geht voran hier. Ich bin ja richtig begeistert. Ich muss auch sagen, wie gesagt, ihr wisst, ich habe dieses Spiel vorher nie gespielt, dass ich das Spiel wirklich sehr, sehr, für sehr, sehr gut halte. Oh, jetzt hätte ich die Kiste natürlich auch benutzen können, um nach da oben zu gehen. Was ich glaube auch tun werde. Ja, das Spiel macht mir auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß. Ich habe noch nie Castlevania gespielt und so als erste Castlevania-Erfahrung muss ich sagen, das ist wirklich sehr, sehr... belohnend möchte ich nicht sagen, aber es fördert dich einfach, weil die Steuerung so wunderbar funktioniert. Die ist einfach sehr, sehr fließend. Und da das Level-System und alles dich einfach dazu anregt, noch weiter zu spielen und diese kleinen Verbesserungen und neuen Seelen und was nicht alles gibt, das macht das echt sehr, sehr schön. Der Hauptpart dieses Spiels ist also wirklich die sehr, sehr geile Steuerung. Die Story ist für den Arsch, aber meine Güte, was will man warten? Ist immer noch ein Gameboy-Spiel. Da sind die tendenziell nicht so gut gewesen. Ja, wieder falsche Taste gedrückt, denn wir wollen hier dieses geile Herzamulett ausrüsten, glaube ich. Das gibt uns ein mehr Glück und ein weniger Defensive. Warum nicht? Warum nicht? Ich habe gerne einen Herzanhänger an meiner Brust. Ich meine, dann bin ich zwar etwas metrosexuell, aber es sieht bestimmt fabulous aus. So, ich frage mich, ob ich jetzt hier zwei gleichzeitig angreifen kann. Kann ich echt. Ich drehe durch. Aber die zerstöre ich erstmal so, weil Mr. Ork da mir hinten in der Fresse sitzt. Mache ich auch mehr Schaden. Oh, 37. Das ist natürlich eine Menge. Fuck. Oh, nice. Das war schön. Aber wir machen jetzt wirklich zwei Leute Schaden. Oh, der lebt noch. Scheiße. Verschone mich. Guck mal, wir müssen noch nicht mal mehr hüpfen. Wie schön ist das denn? Oh, nein. So, haben wir auch eine größere Reichweite. Ich glaube, wir haben eine tendenziell etwas größere Reichweite. Und wir haben den bösen Metzger-Seelenstein bekommen. Wirft mit geschärften Metzgermessern. Oh, das könnte tatsächlich sogar praktisch werden, wenn ich nicht immer die falsche Taste drücken würde. Und zwar ist das hier. Das probieren wir einfach mal. Und zwar, ups, so. Hui! Das könnte viel Schaden machen, ich überlege mal. Probieren wir es hier. Oh, 26, das ist tatsächlich sogar praktischer als der Speer, weil es auch in der geraden Linie fliegt. Nett, 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 nett. Soll ich dich mal mit deiner eigenen Medizin schlagen? Wie schmeckt dir das, hä? Hulk für Arme. So macht das Leben Spaß. Ich würde gerne nochmal zu einem Speicherraum kommen da oben, weil dann könnte ich einmal kurz hier abspeichern. Und dann bei der nächsten Episode hier weitermachen. Wieso hatte ich mir diesen Anti-Fluchtrank nicht einfach geholt beim letzten Mal? Man weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Also nicht wundern. Oh, fuck. Kann ich dich hier so schlagen? Jawohl! Wie geil ist das denn?
Hier kann man also sehr schön Erfahrungspunkte farmen, wie ich das hier sehe. Wo ist denn der nächste Speicherpunkt? Ja. Der ist noch ein gutes Stück weg. Ich würde sagen, ich bin jetzt bei 30 Minuten. Ich gehe halt mal so. Ich werde jetzt einfach mal einen Schnitt machen, mich verabschieden und werde dann offscreen einfach mal schnell zum Speicherpunkt laufen, die ganzen Monster noch mitplätten. Das heißt, ihr werdet nicht viel verpassen, höchstens ein Level-Up oder so. Aber wir sehen uns dann einfach bei der nächsten Episode beim Speicherpunkt, den ihr eben oben rechts gesehen habt. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid auch beim nächsten Mal dabei. Euer Mr. Mühe. Tschüss.